Liedermacherin und Liedermacherin zwischen Politik und Poesie. Bei einem so entzückenden sonnigen Sonntagmorgen habe ich mir gedacht, ich hole mal die Liebe wieder hervor und singe etwas Sonnenschein in unsere Herzen und freue mich einfach, dass Sie da sind. Sind Sie glücklich? Ja? Alle? Einmal Hand hoch, wer glücklich ist. Beide Hände hoch, wer frisch verliebt ist. Ja. Also Sie haben gesehen, wer noch nicht Hand hoch gemacht hat, da ist noch Potenzial. Also schauen Sie mal nach rechts und links, nehmen Sie ein bisschen Kontakt auf. Bitte sag mir und erzähl, was ist dein schönster Lebenstraum? Top im Job Karriere machen? Chefetage Ladenraum? Ein Geschäft für schöne Schuhe? Oder die Espresso-Bar? Ein Büro für weite Reisen bis hinaus nach Sansibar? Wenn du mich fragst, ist es viel, viel kleiner. Sowas wie ein Kiosk für die Fantasie, wo jede, die es nötig hat, einen Traum sich malt oder eine Melodie erfindet. Etwas, was auf Sehnsucht gründet und dazu wieder ein Lächeln strahlt. Na, nun frage ich dich. Komm, sag mir und beschreibe, was ist dein größter Herzenswunsch? Alle Meere überqueren, am Südpol stehen mit einem Punsch, bis ans Ende aller Welten reisen, Kreuzfahrt oder Wüstentrip, im Wohnmobil die USA durchqueren von Wall Street bis zum Sunset Strip? Wenn du mich fragst, ist es viel, viel kleiner. So groß wie ein Schmetterling im Morgentau, der fröhlich tanzt, von Wind gelenkt, dessen Flügen absichtslos die Blüten küssen, wo es nur Sein gibt und kein Müssen, weil jeder Flügelschlag ein Glück verschenkt. Na, nun schaust du mich an. Da frag ich dich ganz ehrlich, was ist dein Traum von Glück? LBS und Riester-Rente? Eigenheim und Baugrundstück? Einen flotten Wagen fahren, Flachbildschirm und Sky-Programm, Hunde, Katze, Kinderwagen, Partnerschaft ein Leben lang? Wenn du mich fragst, ist es viel, viel kleiner. So groß wie ein Fleckchen Strand im Sonnenschein, wo jede, die noch ohne Heimat eine Burg sich baut aus Zuversicht, wo Schutz wohnt in den weiten Räumen, ein Hoffen wächst in neuen Träumen, im hellen, weichen, warmen Licht. Na, du schaust mich an. Jetzt frag ich dich, ein letztes Mal. Sei offen und sei ehrlich, wofür lohnt es sich zu leben? Wofür all die Mühsal, all das Rackern, all das Streben? Werte sammeln, reicher werden? Für ein wenig Sicherheit? Für den Wohlstand auch im Alter, gekauftes Glück auf Lebenszeit? Wenn du mich fragst, ist es viel, viel kleiner. So groß wie meine Hand, die deine sucht und zärtlich streift. Wo Liebe sich auf Liebe baut, das eine Herz dem anderen traut und alles langsam wächst und reift. Das ist mein Herz, das nenne ich Glück. Das ist mein Lachen und mein Leben, meine Schönheit in den Dingen, mein mich schenken und mein Geben. Und gemeinsam heißt es kosten eins und eins und manchmal zwei. Liebe heißt einander achten. Liebes Glück ist immer frei. Falls irgendjemand eine Klammer hat für meine Texte, da habe ich nicht dran gedacht bei dem Wind. Auch bei dem Lied möchte ich Sie gerne einladen, mitzusingen. Ich komme aus der Pfadfinderarbeit, aus dem Lagerfeuer, aus der Friedensbewegung, aus der Frauenbewegung. Und wenn uns eines vereint hat, dann war das das gemeinsam Singen. Singen schafft Stimmung, Singen schafft Kraft. Und ja, wenn Sie Lust haben, sind Sie mit dabei. Weißt du schon, was dich glücklich macht? Kennst du deinen Lebenstraum? Worin liegt deine Leidenschaft?
was machst du wirklich, wirklich gern? Lebe deinen Traum, lebe deinen Wunsch, wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Was, wenn alles möglich wäre, wenn dir alle Türen offen stehen? Was, wenn wirklich, wirklich alles möglich wäre? Welchen Weg würdest du dann gehen? Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg. Wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Okay, an dieser Stelle machen wir einmal die kleine Wiederholung. Ist wie sonntags morgens in der Kirche, wenn wir neue Lieder einüben oder wo auch immer. Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg. Wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Verzage nicht, wenn es nicht weitergeht. Stillstand ist ein Teil vom Glück. Nur die wirklich, wirklich, wirklich weiter will, geht zuerst einen Schritt zurück. Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg. Wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Manchen Weg musst du alleine gehen, doch vielleicht triffst du irgendwann einen Menschen, der dir eine Brücke baut und dir hilft, so gut er eben kann. Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg. Wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Alles steckt schon längst in dir, die Quelle und der Fluss. Alles ist schon da, alles steht bereit. Du bist die, die es ergreifen muss. Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg. Wünschen darfst du viel. Find heraus, was wirklich, wirklich dich bewegt. Diese Kraft bringt dich an dein Ziel. Lebe deinen Traum, gehe deinen Weg, der dein eigener ist. Schreib auf, was dich wirklich, wirklich tief bewegt. Schreib es auf, damit du's nicht vergisst. Schreib es auf, damit du's nicht vergisst. Irgendwas piept hier. Ich habe eine Rückkopplung. Guten Morgen, meine kleine Seele. Na, was kann ich Gutes für dich tun? Schön, dass du schon wach bist. Na, ich wollte dich nicht wecken, aber schau, die Sonne scheint und da dachte ich, wir beide könnten spazieren gehen am Rhein lang und den Schiffen zusehen auf ihrer weiten Reise ans Meer. Wie auf einer Perlenschnur aufgereiht, ziehen sie an uns vorbei. Auf dem Hinweg schwer beladen und auf dem Rückweg leicht wie eine Feder. Ach ja, leicht wie eine Feder, das hätte ich auch mal wieder gerne. Aber vielleicht ist es das Heimweh, was sie zurücktreibt und was sie leicht macht, um wieder anzukommen im sicheren Hafen. Ich möchte auch mal gerne wieder ankommen. Na, am liebsten bei mir selbst. Ach, entschuldige du, meine kleine Seele. Da rede ich schon wieder so viel und du bist noch nicht mal richtig wach. Naja,
Eigentlich wollte ich dich nur so fragen, wie es dir gerade geht und was machst denn du so? Bin ja so selten zu Besuch in letzter Zeit. Immer in Eile, immer beschäftigt, hochklettern, runterfallen, aufbauen, ausbauen, machen, 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 machen. Nächste Haltestelle leben. Ach, das wäre schön. Einfach mal so leben. In den Tag hinein. Die Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt. Aber sag mal, meine kleine Seele, willst du überhaupt baumeln? Na, was würde dir jetzt gut tun? Keine Fragen stellen? Aber ich dachte, auch nicht denken? Aber ich fühle, auch nicht fühlen? Aber ohne Denken, Fragen und Fühlen gibt es doch keine Antworten. Bist du noch da? Ah, das ist schön. Ich höre dich atmen. Ich sitz nur einfach hier, völlig unbewegt.
beweglich, ja, das ist möglich, weil ich komponier. Ich warte ab und warte ab, was alles so geschieht. Denn Wort, ein Text, die Melodie, was für ein schönes Lied. Denn ab und zu bin ich abgelenkt, ja, das kommt manchmal vor. Dann kommt der Buddha angeswingt, mit diesem Wurm im Ohr. Und fragst du mich, was singe ich für ein abgefahrenes Ding? Dann sage ich, es singt in mir der Buddha, Buddha. Immer wieder muss ich etwas suchen, habe es irgendwo verlegt und weiß nicht wo. Kennen Sie, ne? Ja. Wenn ich Glück habe, finde ich es wieder. Aber warum lag es auf dem Klo? Zur Lösung schreibe ich mir nun Zettel. Darauf steht, wo es ist und auch wofür. Doch dann frage ich mich, wo ist der Zettel? Hing der nicht an dieser Tür? Und beim Suchen finde ich Sachen, ja, die hatte ich ja nicht mal vermisst, finde etwas zwischen Kissen, aber weiß nicht, was es ist. Oben hat es Kopf und Arme und zwei Beine, hat es auch eine Brust und einen Hintern, vorne raus und dicken Bauch. Kommt nun aus dem Bett gekrochen und ich frag mich, war das Jochen? War das Rudi oder Heiner? Nein, der war doch etwas kleiner. Nun steht diese Mannsgewalt wuchtig hier in meiner Küche, macht mich sprachlos und verlegen. Hatte ich dem Krümelmonster wirklich mal ein Ja gegeben? Hat sich nun seit rund 2 Jahren überhaupt nicht mehr bewegt, zwischen Bierchen, Fußball, Chips und Nüssen einfach sich mal abgelegt. Und ich renne durch die Wohnung und ich renne durch die Zimmer. Meine Not ist groß. Nein, meine Not ist schlimmer. Wo ist nur der Zettel? Den hatte es doch aufgeschrieben. Alles, was dafür sprach, Ja zu sagen, ihn ein Leben lang zu lieben. Und ich suchte gründlich, ich suchte wochenlang und stündlich. In alle Ecken bin ich reingekrochen. Warum, warum, warum Jochen? Die Antwort macht mich leider sehr verlegen. Trotzdem tue ich sie kund. Lieber Jochen, dich zu lieben, dafür finde ich keinen Grund. Ein Kohlenport Road Movie Blues. Früher war das Leben irgendwie besser, früher war das Leben gut. Früher aßen wir noch mit Gabel und Messer, heute gibt es Fingerfood. Früher gab es nur 2 Fernsehkanäle und den Sonntagsstart. Früher gab es Kassettenrekorder und dazu den Bandsalat. Früher gab es Bütt, Stahl und Eisen, früher gab es Industrie. Roter Himmel und Fabriksirenen, Smog und viel Chemie. Das Handwerk hatte noch goldenen Boden, der kleine Mann noch seine Frau. 5 Garten im Stall, ohne Ofen und Tauben, und nur in Dortmund gab es Stau. Und hasse dich kaputt, malucht, floss früher
Uhr. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht, kannst du mir mal sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Früher war an Ostern immer marschieren, heute ist ja Frühjahrsputz. Früher hieß es noch für Frieden demonstrieren, heute weiß er, dass das nichts nutzt. Früher waren wir die Proleten, heute sind wir Kapital. Heute haben wir Häuschen, Garten und Carport, früher war das scheißegal. Früher gab es Kopfnuss und Schlag in Nacken und daran ist noch keiner geschworen. Früher waren die Füße unterm Tisch von Vattern und wir haben uns geschworen. Wenn ich groß bin, mach ich das alles anders, dann mach ich, was ich will. Heute sind wir groß und angepasst, unabhängig und brav und still. Früher gab es immer Betting statt Börsching und Willi war die SPD. Er geht doch nach drüben und alle waren im DGB. Früher gaben Autonome und Spontis die Zivis und die DFB. Früher haben, heute haben wir Angie, Sigma, ne, Sigma haben wir gar nicht mehr. Ne? Ja, da muss man als Liedermacherin immer aktuell sein. Heute haben wir Angie, Martin und Katrin, Frauke und den rechten Rand. Zeit vergeht, kannst du mir mal sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Früher war die Milch einfach nur lecker, heute laktosefrei. Früher gab es sonntags Stuten vom Bäcker, heute Vollkornmüsli-Brei. Früher gab es Pommes, Wurst und Kotelett, heute gibt es Lachs und Lamm. Früher waren die Jungs noch knackig und schramm und unten rund stand alles stramm. Heute hasse Scheidungspapiere, heute hasse Doppelkinn. Heute hasse Osteoporose und mehr Krise als Sinn. Heute hast du Stress und lebst am Limit, immer kurz vorm Burning Out. Heute machst du Fitness, Pilates und Yoga und mit E-Bike dein Working Out. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht. Heute Wechseljahre, fühlt sich an wie Pubertät. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht, kannst du mir mal sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Vielleicht fällt sie morgen tot vom Hocker, vielleicht streift dich morgen ein Bus. Vielleicht kriegst du Rheuma, Arthritis und Zucker, vielleicht kriegst du nix von dem Stuss. Vielleicht kriegst du nochmal Frühlingsgefühle, vielleicht bist du morgen platt. Doch das Bärenticket, das ist dir sicher und Seniorentellerrabatt. Als Liedermacherin ist man immer darauf, möglichst viele Strophen zu singen. Ich habe heute von den 20 nur 10 mitgebracht. Die anderen restlichen 10 Lieder, 10 Strophen können Sie käuflich auf meiner CD erwerben. An dieser Stelle der Werbeblock. Und am 8.9. im Theater Halbe Treppe, da spiele ich das gesamte Programm. Morgen war gestern, heute wird morgen und besser in jedem Fall.
Fortschritt in Rückschritt, Rückschritt in Zukunft, dann kommt der große Knall. Wir fliegen zum Mond, zum Mars, zur Venus und haben Cybersex. Bakterienfrei und glatt rasiert und gut verpackt in Gorotex. Das ja doch sowieso alles vergisst. Cool. Was sagt denn hier? Ein Uhr. Ah, 10 Minuten haben wir noch. Okay. So, 10 Minuten habe ich noch. Da muss ich schon mal gucken. Ja. Ich springe ja immer gerne, um zu gucken, was jetzt so gerade passiert. Ah ja, genau. Wir kommen noch mal einmal zu einem kleinen Swing. Mein Traum ist, und ich schicke immer Wünsche ab. Tun Sie das auch? Wünsche ans Universum? Müssen wir aufpassen, manche Wünsche werden erfüllt, sie müssen aber konkret bleiben. Das habe ich. Ja, da wird geschossen. Und ich wünsche mir, ich habe einen Traum, irgendwann mal meine Lieder mit so einer kleinen Kapelle zu spielen. Ich suche also noch ein Schlagzeug, einen Kontrabass, und da würde dieses nächste Lied wunderbar reinpassen. Zuvor ein kleiner Text. Ode an die Dame. Ein Donnern hallte durchs Gebälk und schallte bis nach oben. Der Teppich stöhnt, die Luft vibriert. Die Dame fiel zu Boden. Hast bei mir ein Stein im Brett, und wenn du willst, dann hast du zwei. Und wenn du eine Weile bleibst, mein Schatz, dann sind es drei. Die Steine sind aus Silber, ich hab sie selbst poliert. Das Brettchen ist aus Gold gemacht, ich hab es selbst legiert. Mein Schatz, ich bin ein Megalos, dein super Hauptgewinn. Und wenn du eine Weile bleibst, ist auch der Jackpot drin. Ein Plätzchen an der Sonne, deine Luxusjacht. Spiel 77, Zusatzzahl Super 6, die ganze Nacht. Schatz, ich bin ein Paradies und jede Sünde wert. Und wenn du eine Weile bleibst, dann hab ich dich bekehrt. Ich bin der Apfel der Erkenntnis, die Schlange und der Baum. Dein Himmel hier auf Erden, dein schönster Lebenstraum. Mein Schatz, ich bin ein guter Geist, ein Lebenselixier. Und wenn du eine Weile bleibst, dann bleib ich auch bei dir. Mit Klosterfrau Melissengeist, Angora unter Hemd, mit Stützstrumpf und Rollator und mit Cookie Dent. Ich bleibe bei dir Tag und Nacht, solange die Liebe brennt. Ich bin dein Amor, dein Pläsier und dein Happy End. Ich bin dein Amor, dein Pläsier und dein Happy End. Ich bin dein Amor, dein Pläsier und dein Happy End.
5 Minuten noch, okay. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Oh. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich denn geblieben bin. Moment. Baby, sag mal noch mal, wie ging Küssen? War das dieses Ding im Mund zu Mund? Wo man sagt, nach über 1000 Küssen wird dein krankes Herz gesund. Wenn das so ist, will ich küssen, nichts mehr wollen, nichts mehr müssen. Wenn das so ist, will ich küssen und noch mehr. Wenn das so ist, will ich küssen, nichts mehr wollen, nichts mehr müssen. Baby, mach es mir doch nicht so schwer. Oh Baby, 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 mach es mir doch nicht so schwer. Baby, sag mal nochmal, wie ging Petting? War das dieses Ding in Hand auf Brust? Wo man sagt, nach über 1000 Stunden Petting entflammt dein kaltes Herz in heißer Lust. Wenn das so ist, will ich Petting küssen, nichts mehr wollen, nichts mehr müssen. Wenn das so ist, will ich Petting und noch mehr. Wenn das so ist, will ich küssen und am Ende dich vermissen. Baby, mach es mir doch nicht so schwer. Oh Baby, 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 mach es mir doch nicht so schwer. Baby, sag mal nochmal, wie ging Poppen? War das dieses Ding? Baby, sag mal nochmal, wie ging Poppen? War das dieses Ding? Oh, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Wie ging das nochmal? Oh, ich weiß auch gar nicht, wo der Zettel ist. Weißt du was, vergiss das Poppen, geh doch lieber shoppen. Kauf dir Hose, Schuhe und noch mehr. Kauf dir Gürtel, kauf dir Ringe oder andere schöne Dinge. Baby, mach es mir doch nicht so schwer. Oh Baby, 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 mach es mir doch nicht so schwer. Weißt du was, ich werd's probieren, ich versuch mit Masturbieren und dann, Baby, dann verwöhn ich dich. Doch bis ich wieder weiß, wie's geht, wird es vermutlich spät. Also Baby, Baby, warte nicht auf mich. Oh Baby, 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 warte nicht auf mich. Masturbieren. Oje, oje, wie ging das denn? Muss denn dieser Vibrator? Heute ist Sonntag, keine Batterien, ich muss zur Tanke. Oh. Handbetrieb, Gleitcreme. Weiß jemand, welche Apotheke sonntags auf hat? Baby, weißt du was, wir gehen essen, um das Ganze zu vergessen. 6-Gänge-Menü und zum Dessert. Legst du dich an meinen Busen, können wir noch etwas schmusen. Baby, Baby, heute kein Verkehr. Oh, Baby, 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 heute. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ciao, wir sehen uns.
Dankeschön an die Technik in diesem Fall. Wir machen hier einen super Sound, die ist immer wieder neu. Ja, Dankeschön, dass ihr da wart. Wenn ihr neugierig seid, nächsten Freitag Theater Halbe Treppe, da kommt das Komplettprogramm. Vielleicht bin ich dann auch mit dem Thema schon ein bisschen weiter.